Herzlich willkommen zum zweiten Teil des Gesprächs mit Dörte Hansen aus der Reihe Literatur zur Lage der Zeitstiftung. Mein Name ist Jan Ehlert und ich habe Dörte Hansen in Husum getroffen und wir sprechen über die Unterschiede zwischen Stadt und Land in der Literatur. Und zum Auftakt des zweiten Teils habe ich Dörte Hansen gefragt, wo es sich denn leichter schreiben lässt, in der Stadt mit all ihren Anregungen oder auf dem Dorf. Es ist eine Typgeschichte. Ich glaube, dass ich, wenn ich in der Stadt geblieben wäre, nicht angefangen hätte, Romane zu schreiben. Also ich habe ja sehr lange in Hamburg gelebt, davor in Kiel, eine Weile in Berlin, ein Jahr in Paris. Ich habe also die meiste Zeit meines Lebens eigentlich in Städten gelebt und ich bin ziemlich sicher, dass ich da meine journalistische Arbeit weitergemacht hätte und auch meine Reportagen weitergeschrieben und so weiter. Aber ich glaube, ich brauchte tatsächlich diese Abgeschiedenheit und diese Stille und dieses meinen eigenen Ton hören sozusagen, um ein Buch zu schreiben. Deswegen weiß ich nicht, ob ich in der Großstadt Bücher schreiben könnte. Ich bin nicht sicher. Ich glaube eher nein. Jedenfalls nicht in einem Café, so wie das gewisse andere Leute können. Also viele meiner Kolleginnen und Kollegen können das ja. Die setzen sich ins Café und schreiben. Und das bewundere ich sehr. Die können auch im Zug schreiben. Und ich kann wirklich nur in meinem stillen Kämmerlein schreiben und muss sozusagen den eigenen Pulsschlag hören können. So still muss es möglichst sein. Auch in Altes Land gibt es ja deine Figur Christoph, der seine Hafenkrimi-Romane im Café schreibt. Stimmt. Also das wäre unvorstellbar, umgeben von tobenden Kindern. Ja, genau. Würde überhaupt nicht funktionieren. Keine Zeile. Weil vielleicht auch die Ablenkung in der Stadt zu viel ist. Bei Franz Bieberkopf haben wir es ja beispielhaft gesehen, die Reizüberflutung, die da wieder kommt auf den Schriftsteller, die Schriftstellerin. Genau, ich glaube, es kommt auch darauf an, wie man schreibt. Es gibt vielleicht viele Autorinnen und Autoren, die schreiben durch diese andere, also angeregt. Und bei mir ist es tatsächlich ein sehr, sehr stiller, sehr, sehr langsamer und sehr einsamer Prozess. Und diese Einsamkeit ist für mich Bedingung zum Schreiben. Und für andere ist das, glaube ich, Ausschlusskriterium. Also die können mit dieser Einsamkeit nicht so umgehen. Und ich kann mit dieser Anregung nicht umgehen. Also ich muss tatsächlich diese ganzen anderen Reize ausklammern. Am liebsten auch alle Leute um mich herum. Meine Familie leidet dann auch so ein bisschen in diesen Phasen, weil ich tatsächlich sehr vieles immer nur als Störung begreife. Dann ich möchte dann eigentlich nur, dass die Welt mal richtig ruhig ist. Glaubst du hättest es auch vor 100 Jahren gekonnt? Denn heute ist es ja doch einfacher, auch auf dem Dorf, auf dem Land, kulturelle Eindrücke zu bekommen. Sei es über das Internet, sei es, dass man mit dem Auto eben dann doch zum Plattdeutschen Theater fährt. Sei es die Fahrbücherei. Ja, genau. Sei es die Fahrbücherei. Also man ist ja auch nicht mehr so abgeschieden. Genau. Ich bin ja auch kein reiner Dorfmensch geblieben, sondern ich bin ja in Städten gewesen, in Bibliotheken, habe studiert und so weiter. Das war schon alles sehr wichtig. Ich glaube, einfach nur im Dorf zu bleiben und dann aus sich selbst daraus was zu schöpfen, das ist schon echt eine große Kunst. Ob ich das gekonnt hätte, das glaube ich auch nicht. Ne? Eine Figur, die das leider gar nicht konnte, auf dem Dorf heraus sich etwas zu schöpfen, das ist Emma Bovary, Gustav Flaubert beschrieben hat. Eine Frau, die einen Landarzt heiratet, mit ihm auf das Land zieht und dort sehr, sehr unglücklich wird. Du säufst, du kennst diesen Roman. Ich kenn ihn. Auch sie träumt von Paris und mal schauen, ob du dich wiedererkennst in ihrer Sehnsucht und ihrer Vorstellung von Paris. Emma Bovary träumt von der Liebe und der Großstadt, es liest Konstantin Graudus. Wie mochte dieses Paris sein? Welch geheimnisvoller Name, Paris! Sie flüsterte das Wort immer wieder vor sich hin. Es machte ihr Vergnügen. Es raunte ihr durch die Ohren wie der Klang einer großen Kirchenglocke. Es flammte ihr in die Augen, wo es auch stand, selbst von den Etiketten ihrer Pomadenbüchsen. Nachts, wenn die Seefischerhändler unten auf der Straße vorbeifuhren mit ihren Karren, ward sie wach. Sie lauschte dem Rasseln der Räder, bis die Wagen aus dem Dorfe hinaus waren und es wieder still wurde. »Morgen sind sie in Paris«, seufzte die Einsame. Und in ihren Gedanken folgte sie den Fahrzeugen über Berg und Tal, durch Dörfer und Städte, immer die große Straße hin in der lichten Sternennacht. Sie kaufte sich einen Plan von Paris und machte mit dem Fingernagel lange Wanderungen durch die Weltstadt. Sie lief auf den Boulevards hin, blieb an jeder Straßenecke stehen, an jedem Hause, das im Stadtplan eingezeichnet war. Wenn ihr die Augen schließlich müde wurden, schloss sie die Lider, und dann sah sie im Dunkeln, wie die Flammen der Laternen im Winde flackerten
und wie die Kutschen vor dem Portal der großen Oper donnernd vorbeifuhren. Unermesslich wie das Weltmeer, in der Sonne eines Wunderhimmels, so stand Paris vor Emmas Fantasie. Das tausendfältige Leben, das sich in diesem Babylon abspielt, war gleichwohl für sie auf ganz bestimmte Einzelheiten beschränkt, die sie im Geiste in deutlichen Bildern sah. Alles andere in der Welt war für Emma verloren, wesenlos, so gut wie nicht vorhanden. Je näher ihr die Dinge übrigens standen, umso weniger berührten sie ihr Innenleben. Alles, was sie unmittelbar umgab, die eintönige Landschaft, die kleinlichen, armseligen Spießbürger, ihr ganzes Durchschnittsdasein kam ihr wie ein Winkel der eigentlichen Welt vor. Er existierte zufällig, und sie war in ihn verbannt. Aber draußen, vor seinen Toren, da begann das weite, weite Reich der Seligkeiten und Leidenschaften. Die arme Emma ist ja eine große Träumerin und dieser ewige große Traum wird ihr auch zum Verhängnis dann nachher. Es muss alles etwas larger than life sein bei Emma Bovary. Und bei ihr ist es ja ganz besonders auch die Literatur, die diese Bilder in ihr hervorrufen. Genau. Die Literatur, die Lektüre von Zeitungsartikeln, die ins Schwärmen geraten. Ich glaube, dass man dieses Motiv ganz häufig hat, dass Leute gerade auf dem Dorf, gerade aus einem bäuerlichen Kontext, dass man diese Überzeugung hatte, dass das Lesen einen verderben kann tatsächlich, dass man früher geglaubt hat, es sei gar nicht gut, zu viel zu lesen, weil dann käme man in der richtigen Welt nicht mehr zurecht. Und bei Emma Bovary ist das wohl so. Ist das etwas, was man auch feststellen kann, dass die Sehnsüchte größer werden, weil sie zu uns kommen? Sonst würde man von Paris ja nichts wissen. Nichts von den Kleidern, nichts von den Kutschen, nichts von den Museen. Und so wie wir jetzt über das Fernsehen, über das Internet, die ganze große Welt der Promis, der reichen Schönen aller Welt, dass die zu uns auch in die kleinsten Dörfer strömt, verändert das etwas? Ich fürchte, dass es ein bisschen die Sehnsucht verhindert. Weil wir die Illusion haben, wir haben es alles vor uns. Wir können es ja uns ins Wohnzimmer holen, wenn wir so wollen. Ich meine, deswegen, Emma Bovary würde das vielleicht ein bisschen bewahren vor ihren allzu kühnen Träumen. Aber ich glaube, dass wir die Illusion haben, es sei ja alles da, es sei ja alles greifbar. Und vielleicht ist deswegen auch diese Ausprägung, diese sind die Unterschiede zwischen Stadt- und Landmenschen gar nicht mehr so groß. Ich könnte gar nicht so deutlich sagen, ob ich ein Stadt- oder ein Landmensch wäre. Ich lebe zwar auf dem Land, aber ich lebe überhaupt kein Landleben in dem Sinne, dass ich jetzt bei den Landfrauen wäre oder in irgendeinem Verein in meinem Dorf oder so, sondern ich lebe mein schreibendes Leben auf dem Dorf. Und umgekehrt kann man in der Stadt auch ein ländliches Leben führen, glaube ich, indem man seinen Stadtteil als ein kleines Dorf ansieht. Und es gibt Menschen, die sich innerhalb Hamburgs zum Beispiel aus ihren kleinen Stadtteilen kaum fortbewegen. Die bleiben dann auch wieder in ihrem Dorf. Ich glaube, dass sich das auflöst, diese Dichotomie Stadt-Land, dass man eigentlich immer jetzt in so einer Mischform lebt. Könnte das sich jetzt auch ändern, wo das Homeoffice auch durch die Corona-Krise bedingt immer stärker wieder in den Fokus rückt, immer mehr zu einer Option wird, dass nun auch mehr Menschen sagen, ich ziehe bewusst wieder aufs Land? Offenbar ist es tatsächlich so. Ganz erstaunlich ist, wenn man sich jetzt anguckt, was zum Beispiel bei uns in Nordfriesland auf dem Immobilienmarkt passiert. Die Leute kaufen wie verrückt Häuser auf dem Land. Es ist kaum noch was da, wenn man guckt, die Immobilienanzeigen, weil Leute genau diese Idee haben, dass sie sagen, ich kann doch rausziehen und ich bin dann trotzdem überall vernetzt. Und das stimmt auch. Diese Lebensformen haben sich sehr angeglichen, finde ich. Und was ist aber dieser Traum von dem Land? Warum sagen so viele Menschen, sie ziehen raus, losgelöst einmal von den Erdbeeren, die man pflücken kann und den schönen Radtouren, die man machen kann? Was erhoffen sich die meisten Menschen dahin ziehen? Ja, das ist schon auch so eine romantische Sehnsucht nach einer heilen Welt, die es natürlich auf dem Land nie gegeben hat und auch nie geben wird. Ich glaube, dadurch, dass es auf dem Land weniger laut ist, weniger vollgestellt, weniger hektisch, glaubt man, es sei automatisch idyllischer. Und das ist es eben nicht, sondern es ist vielleicht stiller, aber es ist dadurch nicht heiler. Das erkennt man aber oft erst, wenn man dann rausgezogen ist, beziehungsweise man weiß es schon, wenn man aufgewachsen ist auf dem Land. Diese Sehnsucht beschreibt Tucholsky bzw. Kurt Tucholsky das, was ihm fehlt in der Großstadt, in einem Gedicht, das heißt Augen in der Großstadt.
Wenn du zur Arbeit gehst, am frühen Morgen, wenn du am Bahnhof stehst, mit deinen Sorgen, da zeigt die Stadt dir asphaltgleich im Menschentrichter Millionen Gesichter. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lider. Was war das? Vielleicht dein Lebensglück? Vorbei, verweht, nie wieder. Du gehst dein Leben lang auf tausend Straßen. Du siehst auf deinem Gang, die dich vergaßen. Ein Auge winkt, die Seele klingt. Du hast's gefunden, nur für Sekunden. Zwei fremde Augen, ein kurzer Blick, die braue Pupillen, die Lider. Was war das? Kein Mensch dreht die Zeit zurück. Vorbei, verweht, nie wieder. Da haben wir wieder die Anonymität der Großstadt und vielleicht spiegelt sich ja auch in dieser Sehnsucht doch das Gemeinschaftsgefühl, was man sich zumindest auf dem Dorf stärker vorstellt, oder? Ja, das hat ja beides, dieses Gedicht. Auf der einen Seite so eine große Verheißung, das passiert einem natürlich auf dem Land, wo man jedes Paar Brauen und Augen schon seit Jahren oder Jahrzehnten kennt, nicht so sehr. Es ist ja beides. Auf der einen Seite ist es so eine Vergeblichkeit und so eine Nadel im Heuhaufen, die man da sucht und vielleicht eben nicht findet. Und auf der anderen Seite, ja, diese Verlorenheit auch oder dieser verpasste Moment. Und ich glaube, das ist wirklich so eine typische Großstadtbeobachtung, die man haben kann, zu sagen, ach ja, dieses Flüchtige, ach ja, da war es und jetzt ist es wieder weg. Und das ist auch das, was man manchmal vermisst auf dem Land, glaube ich. Das hat so eine leichte, diese Illusion von unendlich vielen Möglichkeiten, die man hat. Ich musste bei diesem Gedicht ein bisschen an deinen Protagonisten Ingvar Feddersen denken, mhm, aus Mittagsstunde, der ja aus Brinkebüll in die große, weite Welt aufbricht. Ja, nach nämlich Kiel. Nach Kiel, mhm, immerhin. Auch, weil ihm das Dorfleben dann doch irgendwann zu eng geworden ist? Ja, vor allem, weil er tatsächlich ein anderes Leben will, als das, was für ihn mal gedacht war. Er will nicht diesen Gasthof übernehmen, seines Großvaters, sondern er will studieren. Er hat relativ früh gemerkt, dass ihm das Lernen Freude macht, die Bücher, dass er ein wissbegieriger Junge ist, dass er mehr möchte, als in diesem Dorf bleiben und diesen Gasthof führen. Er will in die Wissenschaft und er will irgendwie auch in die große Stadt, wobei die Stadt für ihn eher ein Mittel zum Zweck ist, glaube ich. Er hat gar nicht so unbedingt was gegen dieses Dorfleben, aber er hat was gegen diese Art von Job, die für ihn vorgesehen war, diese Biografie. Er will eine andere, oder er ist anders, er passt da nicht hin. Die Zeit in Kiel wird in deinem Roman Mittagsstunde auch beschrieben, aber gelobt wird und wurde das Buch immer vor allem für die Darstellung des Dorflebens, eben jenes Brinkebüll, was man auch in Stuttgart und in der ganzen Welt wiedererkennen kann. Hattest du ein bestimmtes Dorf vor Augen, als du es geschrieben hast? Ich hatte mehrere Straßenzüge von verschiedenen Dörfern im Auge. Ich habe natürlich mein eigenes Dorf ein bisschen im Auge gehabt. Dann kam aber eine Mühle aus einem ganz anderen Dorf dazu und eine Kirche wieder aus einem anderen Dorf. Und je länger ich geschrieben habe, umso stärker bekam Brinkebüll so einen eigenen Dorfplan. Ja? Also anfangs waren es die ersten Straßenzüge, die ich kannte von meinem Dorf. Und ich musste aber immer weiter weg. Ich wollte auch weg von meinem Dorf und auch von meiner Biografie. Ich wollte ja nichts Autobiografisches schreiben. Ich wollte einfach ein fiktives Dorf beschreiben. Deswegen, es hat sich erst so ein bisschen, ich musste mich anlehnen an bekannte Dörfer und dann wurde es was Eigenes tatsächlich. Vielleicht auch aus der Angst, dass die Hügeler es dir übel nehmen könnten, wenn du über sie schreibst? Ja, das glauben sie sowieso, dass ich das getan hätte. Und ich bekomme auch manchmal erzählt, wer sich dann hinter wem verbirgt in meinem Buch. Und manchmal lerne ich dabei Neues. Aber ich widerspreche dann. Ich sage, ja, so ist es. Sehr schön. Du räumst mit der Idylle ja relativ schnell auf. Es gab eine Flurbereinigung, also es ist nicht mehr das schöne, idyllische Dorf. Das war dir wichtig, dass es nicht dieser Sehnsuchtsort ist, wo alle hinwollen? Genau. Es ist auch, Brinkebüll ist natürlich überhaupt keine Idylle. Und so wollte ich das Landleben auch nie beschreiben. Ich wollte aber auf der anderen Seite, und darum geht es mir in Mittagsstunde auch beschreiben, dass mein Protagonist Ingvar Feddersen durch diese Flurbereinigung, nicht nur er, sondern das ganze Dorf, auch einen großen Verlust erleidet. Also das Dorf war zwar nicht idyllisch, aber es war um einiges heimeliger vielleicht und intakter, als es nachher wurde durch diese brutal große Straße, die durchs Dorf führt, diese ganzen Felder, die zusammengelegt wurden. Und so. Man ist mit der Natur sehr, sehr rüde umgesprungen in dieser Zeit. Und man hat in diesem festen Glauben an die Moderne und an den Fortschritt einiges ausgemerzt, was man nachher vermisst. Und das ist, dieser Roman ist eben auch ein Roman über das
Verlieren und über das, über den Verlust dieses dörflichen Lebens. Was da untergeht, ist dieses bäuerliche Leben, also das Ende des Agrarzeitalters. Das wollte ich halt auch beschreiben in dieser Wehmut, die dabei ist. Und es ist keine Wehmut, weil ich behaupten würde, das Dorf war intakt oder war heil. Aber es ist eine Welt, die auch kostbar war und die einfach untergeht oder untergegangen ist. So wie der Weltuntergang ja gleich zu Beginn schon ausgerufen ja, wird. Genau. Wir wollen einen kurzen Ausschnitt hören aus Mittagsstunde. Genau. Und da beschreibe ich, wie sich Ingvar fühlt, der in Kiel ja mittlerweile als Archäologe an der Uni arbeitet, aber immer noch der Junge aus dem Dorf ist. Daran wird er jeden Tag erinnert. Er sah sich manchmal selbst im Bauerngang über den Kieler Campusstiefeln mit langen, tiefen Schritten, als hätte er die Schubkarre noch immer vor dem Bauch. Oder die Sackkarre mit Bierfässern und Brausekisten, die in den Kühlraum mussten. Den Bonabesen für das Parkett im großen Saal. Er sah sich in den hohen Fensterscheiben der philosophischen Fakultät. Ein Landmann auf dem Weg zur Arbeit. Kein Anzug konnte das verbergen und kein weißes Hemd. An manchen Tagen roch es in der Seminarbibliothek nach Bonawachs. Der Boden war aus Eichenholz, ein breites Fischgrätmuster, Bernsteinfarben, wie im Brinkebüller Saal. Man konnte dort am Vormittag nicht arbeiten, weil sich die Erstsemester dann mit ihren Bücherlisten durch die Gänge wühlten, wie Frischlinge durchs Unterholz. Aber am frühen Morgen oder gegen Abend waren die Lesesäle still wie Geisterschiffe. Er trieb dort manchmal ohne Ziel und Richtung durch die Zeiten zwischen Urkunden und Sammelbänden, die seit Jahrzehnten niemand in die Hand genommen hatte. Die Bücher, die er brauchte, standen meist im Keller, wo es noch Zettelkästen gab und Neonröhren, die ein nervöses Licht verströmten. Oft machte er sie gar nicht an, weil ihm die kleinen Leselampen lieber waren, die auf den Tischen in den Ecken standen. An manchen Tagen las er sich in alten Dokumenten fest, saß lange dort wie etwas Heimliches, das unter Steinen lebte, nur hin und wieder von Studenten aufgestöbert, die ahnungslos das grelle Deckenlicht einschalteten und dann vor ihm erschraken. Wie gestern diese junge Frau, Strickjacke und Schal. Eine von denen, die es schafften, in einer überheizten Bibliothek zu frieren. Sie hatte das Licht gleich wieder ausgeschaltet, hastig ihre Bücher aufgehoben, die ihr vom Arm gefallen waren. Dann war sie weggelaufen Richtung Lesesaal. Er war kurz in Versuchung aufzuspringen und ihr stöhnend hinterher zu humpeln. Quasimodo Feddersen, das Phantom der Ur- und Frühgeschichte. Der Mann, dem man im Dunkeln nicht begegnen möchte, der regungslos in schummrigen Ecken kauerte, im knitterigen Hemd, und manchmal hing es ihm dann auch noch hinten aus der Hose. Der große Bleiche aus dem Keller, wahrscheinlich sah er selbst an manchen Tagen aus wie etwas Freigelegtes, Ausgegrabenes. Sehr gute Chancen als Erschrecker bei der Geisterbahn, falls es mit der Vertragsverlängerung nicht klappen sollte. Er wäre nicht der Erste, der in diesem Fachbereich zum Schrat geworden war. Man musste sehen, dass man als Prähistoriker die Kurve kriegte. Man durfte nicht zu lange in irgendwelchen Kellern, Gruften und Höhlen sitzen, sonst fing man früher oder später an, nach Atlantis zu graben. Man fantasierte über Moorleichenlegenden oder marschierte in römischer Legionärsrüstung über die Alpen, alles schon da gewesen. Kollege Dahlmann verbrachte die Semesterferien als Klingenschmied in einem Bronzezeit-Erlebnispark. 6 Wochen lang im Fell am Amboss stehen, dann lieber Geisterbahn. Die Frau, die vor ihm weggelaufen war, hieß Synje Gregersen. Sie war in seinem Seminar, eine von den Stillen, nur ihr Name war ihm aufgefallen, mehr musste er auch gar nicht wissen. Er konnte solche Namen lesen, wie Familienbücher oder Lebensläufe. Synje Gregersen. So hieß nur jemand, der aus Nordwesten kam, Kreis Nordfriesland, Abitur in Nibel oder Husum, vielleicht in Westerland, vielleicht in Wiek auf Föhr, aber er tippte mal auf Festland. Kraut- und Rübenkindheit auf der Geest. Es klang für ihn nach einem Bauernhof auf einem Boden, der nichts taugte. Nach Kiefern, Flugsand. Ziemlich flach, aber nicht platt. Ein Name wie ein Schlüsselloch. Er guckte durch und konnte alles sehen. Die Schülerin mit Monatskarte, frühmorgens an der Haltestelle in irgendeinem kleinen Dorf mit Büll am Ende. Er sah den norddeutschen Schrägregen und die Kapuze, die sie mit beiden Händen am Gesicht festhielt, damit der Wind sie nicht herunterzerren konnte. Er konnte den Schulbus sehen mit den beschlagenen Scheiben, der wieder ewig brauchen würde für die 20, 30 Kilometer bis nach Nibel oder Husum. Der behäbig wie ein Kartoffelroder über die Geestdörfer fuhr, um all die anderen Kapuzenkinder auch aufzulesen. Kleine Saatkartoffeln aus dem sandigen Boden gerüttelt und ins Gymnasium gesteckt, damit aus ihnen mal was würde. Er konnte sehen, wie Synje Gregersen im Halbschlaf vor der Schule stand, bevor der Hausmeister um 7:15 endlich mit dem Schlüssel kam, und sah, wie sie am Nachmittag 2 aus dem Kartoffelroder stieg und durch ihr Dorf ging,
das um diese Zeit im Koma lag, nicht ansprechbar. Das schulbusbleiche Kind, das durch die Hintertür ins Haus schlich und dann auf Strümpfen in die Küche. Er konnte sehen, wie es aß mit einem Buch neben dem Teller, dann vorsichtig die Treppe hochstieg, dabei nicht mit der Tasche ans Geländer schlug und auch nicht an der Wand entlang schleifte, wie es in sein Zimmer huschte und dort blieb, bis seine Eltern unten vom Sofa aufgestanden waren. Niemand konnte leiser essen und Treppen geräuschloser hinaufschleichen als Kinder, die in Nordfriesland aufgewachsen waren. Wenn es etwas gab, was den Menschen hier oben heilig war, dann war es ihre Mittagsstunde. Der Name Synje Gregersen verriet ihm mehr, als sie je über sich erzählen würde. Den Rest verriet ihm ihr Gesicht, sehr hell, ein bisschen eingesunken, wie Holländer sie malten oder Flamen auf den alten Bildern. Nordseegesichter, das Profil vom Westwind abgeschliffen, nichts ragte vor, nichts stach heraus, man übersah sie leicht. Es gab nicht wenige von dieser Sorte und sie erkannten sich. Alles, was er von ihr wissen konnte, wusste sie auch über ihn. Sie brauchte nichts als seinen Namen, Ingvar Feddersen. Dass vor dem Namen jetzt ein Doktor stand, dass er ihr Hochschullehrer war, Dozent und Grabungsleiter, das spielte alles keine Rolle. Abitur in Husum, Studium und Promotion in Kiel. Er war einer, der im Kartoffelruder gesessen hatte. Er konnte sehr leise essen. Eins von den Kapuzenkindern, die wie blinde Passagiere in die Hörsäle und Seminarräume geschlichen kamen, wie Gäste, die niemand eingeladen hatte. Bis heute staunte er darüber, dass er in all den Jahren niemals aufgeflogen war. Dass keinem Menschen eingefallen war, dass er dort gar nicht hingehörte. An manchen Tagen schien er immer noch darauf zu warten, dass jemand kommen und ihn aussortieren könnte, ihn auf den anderen Kartoffelhaufen legen. Dass jemand ihn dabei erwischen könnte, wie er in seinem Keller saß, Grabungsberichte und Pollendiagramme vor sich, den Näs in den Böcker, statt etwas Richtiges zu tun. Mais zu häckseln, den Kotflügel am Schlepper zu schweißen oder im großen Saal den Tanzboden zu bohnen und dann für 80 Gäste einzudecken. 100 Kilometer lagen zwischen Uni Kiel und Gasthof Feddersen. Er war seit 30 Jahren nicht mehr Kümmerling gewesen, der Junge mit dem Tresen vor der Brust. Aber sobald er einen dieser Namen hörte, stand er im Brinkebüller Saal oder saß in einem Wartehäuschen an der Haltestelle und zog den Kopf ein unter einem Mühlsteinhimmel. Vielen Dank, Dörte Hansen. Und auch wenn du gesagt hast, das Buch soll ja nicht so autobiografisch sein, was wir da gehört haben, die Fahrten mit dem Kartoffelroder zum Gymnasium, da ist dann doch einiges Autobiografisches dabei, oder? Das ist es auf jeden Fall. Das habe ich selbst erlebt. Aber da stehe ich auch wirklich ja nur für ganz, ganz viele andere Kartoffelkinder. Das ist auch sehr rührend. Ich bekomme ganz viele Briefe, die dann auch unterzeichnet sind teilweise mit Kapuzenkind Ole oder so. Das ist sehr schön. Und hast du tatsächlich diese Erfahrung auch gemacht? Dörte Hansen ist ein Name, der vielleicht nicht gleich so nach Dorf klingt wie Synje Gregersen, aber dass du bei bestimmten Namen auch sofort denkst, ach ja, das ist auch eine Ja, von auf uns. Jeden Fall. Das ist genau das kenne ich eben aus eigener Erfahrung, dass ich weiß, wenn ich so einen typischen nordfriesischen Vornamen höre oder so jemanden zum Beispiel an der Uni treffe, dann weiß ich eben, dass ich oder kann ich vermuten, dass mich mit diesem Menschen einiges verbindet, dass ich also weiß, wir sind beide wahrscheinlich nicht in einem großstädtischen Kontext aufgewachsen. Wenn ich dann noch weiß, der Mensch spricht Plattdeutsch, dann weiß ich, dass man ganz viele Erfahrungen teilt, nämlich die Erfahrung einer Dorfkindheit. Die Sprache spielt ja eine ganz wichtige Rolle. Mhm. In Mittagsstunde wird versucht, das Plattdeutsche abzutrainieren, damit man bloß nicht auffällt. Und auch in Altes Land gibt es ja Enno Hofe, den Landarbeiter, wie seine Frau ihn nicht ganz so liebevoll nennt, der nie ganz verbergen kann am rollenden R, dass er vom Land kam. Mhm. Also die Sprache ist etwas ganz Wichtiges, was man eine Zeit lang loswerden möchte. Ja, ich glaube, die meisten Plattdeutschsprecher oder auch andere Dialektsprecher, man darf ja nicht Dialekt sagen, Plattdeutsch ist eine Sprache, aber die meisten haben jedenfalls eine Phase in ihrem Leben, wo es ihnen unheimlich peinlich ist, meistens so als Jugendlicher. Da möchte man nicht, dass alle Leute von Weitem hören, dass man vom Dorf kommt und so weiter. Mittlerweile hat sich das Prestige dieser kleinen Sprachen ja komplett geändert. Jetzt ist es gerade so, dass man dafür gefeiert und bejubelt wird, wenn man es kann. Das war aber nicht immer so. Das war eine Zeit lang schon relativ unangenehm. Also für mich jetzt nicht so, aber es gab viele, denen das sehr, sehr peinlich war, glaube ich. Weil immer noch damit ein bestimmter Ruf verbunden ist, vom Dorf, ja, weniger intelligent. Genau. Das ist tatsächlich, man kam aus einem bäuerlichen Umfeld und man wurde auch auf dem Gymnasium, glaube ich, schon belächelt teilweise, wenn man es platt. Also wir haben auf dem Schulhof, auf dem Gymnasium gab es tatsächlich noch einige, mit denen ich platt gesprochen habe. Und ich glaube, die anderen haben sich schon ein bisschen eingegrinst, wenn wir Dorfkinder dann
plattgeschnackt haben. Aber das hat uns jetzt, glaube ich, nicht, nee, wenn ich mich richtig erinnere, nicht wirklich so gestört. Das war, glaube ich, die Generation davor, die darunter sehr gelitten hat, unter diesem ja, stigmatisiert werden. Gibt es das umgekehrt auch? In Mittagsstunde gibt es ja eine Gruppe, eine sehr liberale Berliner Familie, die dort auf das Dorf zieht mit Fidel Baumann, genau, auch mit sehr liberalen Namen, dass man da auch erstmal schaut, wenn jemand den Dialekt, die Sprache nicht kann? Das war tatsächlich früher ein größeres Problem. Heute ist es so auf der Straße, dass die Kinder auf dem Land ja auch nicht mehr viel Platt sprechen. Aber früher war es tatsächlich so, es gab bei uns im Dorf den Lehrersohn, der konnte nicht Plattdeutsch, und es gab noch so ein paar tatsächlich, die aus Berlin auch kamen, die es nicht konnten. Die mussten es dann ein bisschen lernen, jedenfalls sich ein bisschen einhören, aber wir haben dann auch umgeschaltet. An der Sprache ist es dann nicht gescheitert sozusagen, die kamen dann trotzdem irgendwie rein. Ingvar Feddersen hat ja den Schritt raus geschafft, du hast den Schritt raus gewagt, viele haben es gemacht. Ingvar Feddersen kann trotzdem nicht ganz loslassen, er kehrt ja auch immer wieder zurück. Mhm. Er wird also nicht wirklich glücklich in der Stadt, oder? Nein, er bleibt so ein Suchender. Er hat ganz lange ein bisschen verpasst, sich zu fragen, was er eigentlich will. Er hat sehr viel Zeit damit verbracht, sich klarzumachen, was er nicht will. Beziehungsweise er wusste relativ schnell, was er nicht wollte. Er wollte eben nicht dieses Gastwirtleben, er wollte nicht in Brinkebüll bleiben, hat es aber nicht so ganz hingekriegt, sich so einen eigenen Lebensentwurf zurechtzulegen, zu sagen, das will ich, da will ich hin. Er ist dann in dieser Wohngemeinschaft in Kiel relativ schnell angekommen und da einfach geblieben. Das ist so seine Art. Wenn er irgendwo ankommt, dann bleibt er da halt erstmal. Und jetzt gerade, also im Zuge dieser Geschichte, wird ihm klar, das ist noch nicht alles. Ich muss mir noch ein eigenes Leben suchen. Ich kann nicht ewig in dieser fossilierten Wohngemeinschaft bleiben mit diesen zwei Leuten. Das heißt, allein wegzuziehen, allein in die Großstadt zu ziehen, löst noch keine Probleme. Nein, genau. Also er muss ja wirklich bei Null anfangen. Er will einen Gegenentwurf zu seinem Dorfleben, aber wie dieser Entwurf aussehen soll, er muss diese Biografiearbeit wirklich selbst leisten. Er hat da keine Vorbilder und das merkt er jetzt tatsächlich mit ungefähr 50 erst. Er sagt, er muss sich dieses Leben, das er führen will, erst mal selbst bauen. Ich denke, es wird so ein Pendelleben bleiben, denn er lässt sich ja ein Türchen offen in seinen Gasthof, er lässt dieses Zimmer da und ich glaube, der wird vielleicht so ein bisschen auch, wie es bei mir auch ist, so eine Art Pendler sein in Stadt, zwischen Stadt und Land. Kann man denn wieder zurück ins Dorf, wenn man in der Stadt gewesen ist? Das kann man tatsächlich. Ich habe im alten Land ja im Dorf gelebt, das war wunderbar. Und jetzt lebe ich im anderen Dorf, hier in Nordfriesland, nicht mein Heimatdorf. Ich glaube, das wäre nicht so gut, weil dann bin ich ja doch wieder die Dörte Hansen, die alle schon seit Generationen kennen. Aber doch, das kann man gut. Also ich konnte das gut oder kann es gut. Aber ich will auch nicht behaupten, dass das jetzt hier meine letzte Station ist. Vielleicht muss ich irgendwann doch wieder in die Stadt, ich weiß es nicht. Karl Philipp Moritz hat in seinem Roman, in seinem autobiografischen Roman, kann man wahrscheinlich auch sagen, Anton Reiser, dieses Gefühl beschrieben, wie es ist, wenn man sich so sehr wegsehnt und was das mit einem macht. Anton Reiser ist, kann man sagen, die erste Romanbiografie überhaupt, wo er sein eigenes Leben in fiktional verfremdeter Weise beschreibt und aber die Insicht sehr schön in Worte fasst. Und diesen Ausschnitt wollen wir jetzt hören. Es liest noch einmal Konstantin Graudus. Als seine Mutter noch mit ihm auf dem Dorfe wohnte, waren insbesondere immer die letzten 4 Wochen vor Weihnachten für Anton ein Fegefeuer, wogegen er gerne den mit Wachslichtern besteckten und mit übersilberten Äpfeln und Nüssen behängten Tannenbaum entbehrt hätte. Da ging kein Tag hin, wo sich nicht ein sonderbares Getöse wie von Glocken oder ein Scharren vor der Türe oder eine dumpfe Stimme hätte hören lassen, die den sogenannten Ruprecht oder Vorgänger des heiligen Christs anzeigte, den Anton denn im ganzen Ernst für einen Geist oder ein übermenschliches Wesen hielt, und so ging auch diese ganze Zeit über keine Nacht hin, wo er nicht mit Schrecken und Angstschweiß vor der Stirne aus dem Schlaf erwachte. Die erste Vorstellung über seinen kindischen Gesichtskreis hinaus bekam er ungefähr im 5. Jahre, als seine Mutter noch mit ihm in dem Dorfe wohnte und eines Abends mit einer alten Nachbarin ihm und seinen Stiefbrüdern allein in der Stube saß. Das Gespräch fiel auf Antons kleine Schwester, die vor kurzem in ihrem 2. Jahre gestorben war.
und worüber seine Mutter beinahe ein Jahr lang untröstlich blieb. »Wo wohl jetzt Julchen sein mag?« sagte sie nach einer langen Pause und schwieg wieder. Anton blickte nach dem Fenster hin, wo durch die düstere Nacht kein Lichtstrahl schimmerte, und fühlte zum ersten Male die wunderbare Einschränkung, die seine damalige Existenz von der gegenwärtigen beinahe so verschieden machte, wie das Dasein vom Nichtsein. Und Nähe und Ferne, Enge und Weite, Gegenwart und Zukunft blitzte durch seine Seele. Seine Empfindung dabei malt kein Federzug. Tausendmal ist sie wieder in seiner Seele, aber nie mit der ersten Stärke erwacht. Wie groß ist die Seligkeit der Einschränkung, die wir doch aus allen Kräften zu fliehen suchen. Sie ist wie ein kleines, glückliches Eiland in einem stürmischen Meere. Wohl dem, der in ihrem Schoße sicher schlummern kann. Ihn weckt keine Gefahr, ihm drohen keine Stürme. Aber wehe dem, der von unglücklicher Natur getrieben sich über dies dämmernde Gebirge hinaus wagt, das wohltätig seinen Horizont umschränkt. Er wird auf einer wilden, stürmischen See von Unruh und Zweifel hin und her getrieben, sucht unbekannte Gegenden in grauer Ferne, und sein kleines Eiland, auf dem er so sicher wohnte, hat alle seine Reize für ihn verloren. Eine von Antons seligsten Erinnerungen aus den frühesten Jahren seiner Kindheit ist, als seine Mutter ihn in ihren Mantel eingehüllt durch Sturm und Regen trug. Auf dem kleinen Dorfe war die Welt ihm schön. Aber hinter dem blauen Berge, nach welchem er immer sehnsuchtsvoll blickte, warteten schon die Leiden auf ihn, die die Jahre seiner Kindheit vergällen sollten. Also Anton Reiser wird ziemlich sicher nicht mehr zurückkehren können in sein Heimatdorf. Ist das etwas, nach dem du dich manchmal sehnst, diese Geborgenheit, die auch immer mit Kindheit verbunden ist, dieses Aufgehobensein und absolut dazuzugehören? Ja, ich glaube, dass wir das alle ein bisschen tun und dass wir das alle heute schwerer haben als früher, wo man diesen Platz immer hatte und sich den gar nicht erkämpfen oder verteidigen musste, sondern das jedenfalls hatte man, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das Gefühl, ich bin dort, wo ich hingehöre. Dadurch, dass wir so frei sind und das heute selbst bestimmen können, sind wir eben auch ganz schön oft in dieser stürmischen See, ja, und müssen uns diese kleine Insel dann selbst suchen. Also wir müssen da sehr viel mehr arbeiten für dieses Gefühl von Geborgenheit. Dafür sind wir eben auch freier und nicht so festgenagelt. Gibt es da Bücher, an die du dich erinnerst, die dieses Gefühl von Geborgenheit vermitteln können, dir vermittelt haben? Ich glaube, das sind bis heute tatsächlich oft die Romane von Theodor Storm, die Novellen und Romane von Theodor Storm. Also sowas wie Immensee oder so. Das hat mich tatsächlich geprägt. Also die Romane von Theodor Storm haben mich schon geprägt. Weil du da auch dein eigenes Leben miterkennst, weil es eben um Husum, um die Nordsee, um Friesland geht? Ich glaube, das war die Beschreibung dieser Landschaft tatsächlich auch. Aber es geht auch ja immer um dieses, es geht ja schon auch immer um diesen ländlichen Menschen. Also er versucht ja auf so eine Art, mit poetischen Realismus, diese Landpersönlichkeit zu beschreiben. In vielen Erzählungen. Und das hat mich immer angezogen. Man muss ihm auch mal widersprechen. Das ist nicht so, dass ich das immer alles gut gefunden habe, was er da schreibt. Aber ich habe ein ganz starkes Verbundenheitsgefühl mit diesen Stoffen tatsächlich und wahrscheinlich mit der Landschaft, die er beschreibt, ja. Und gibt es umgekehrt Romane, die in dir die Sehnsucht geweckt haben oder wecken, doch mal wieder in eine Großstadt zu ziehen, irgendwo auf der Welt? Ja, das sind zum Beispiel die Paul Auster-Romane auf jeden Fall. Deswegen fand ich ganz gut, dass du was von Paul Auster gelesen hast. Das sind natürlich so Romane, die genau das wecken, ne? Auf jeden Fall. Jeder deutsche Schriftsteller, das hat Iris Hanika gesagt, jeder deutsche Schriftsteller sollte einmal einen New York-Roman geschrieben haben. Fühlst du dich auch versucht? Ich bin jetzt noch nicht direkt dran, aber ich kann es immer. Vielleicht dürfte ich auch einen Paris-Roman schreiben, dann könnte ich das damit mal anfangen. Also ich glaube, den New York-Roman, ich kann verstehen, warum man das tun sollte, weil
New York wirklich eine Stadt ist, die ein ganz starkes Sehnen natürlich immer noch auslöst. Also ich war da erst zweimal und das ist auch schon lange her. Aber das ist auch ein Sehnsuchtsraum, der wahrscheinlich ähnlich unerschöpflich ist wie das große, große Landleben, dass man auch alle Träume projizieren kann. Oder wie das Paris für Emma Bovary. Also doch, also reizvoll ist es, aber ich würde es mir nicht zutrauen. Vielleicht auch erstmal den Hamburg-Roman, ja, wo du längere Zeit genau, oder den Kiel-Roman oder so nochmal. Oder vielleicht den Husum-Roman? Oder ist dann vielleicht so jemand wie Theodor Storm, der ja so eng mit dieser Stadt verbunden wird, auch eher eine Hemmschwelle, dass man sich da nicht rantraut? Na, man könnte natürlich sagen, ich schreibe doch mal so ein Update, ja, oder so einen neuen Schimmelreiter oder so. Aber da ist natürlich eine Menge Respekt für diesen Kollegen. Also man möchte gar nicht unbedingt in diesen Battle gehen. Also in den Ring steige ich, glaube ich, lieber nicht. Also das Dörte Hansen-Haus in Husum muss noch eine Weile auf sich warten lassen. Ja, ich fürchte ja, oder? Gott sei Dank. Er hat aber in dem Gedicht, das wir ganz zu Anfang schon einmal erwähnt haben, die Stadt auch sehr schön beschrieben, was das eigentliche Gefühl von zu Hause ausmacht. Dass es vielleicht gar nicht Stadt oder Land sein muss, sondern eben das, woran man sein Herz hängt. So heißt es in dem Gedicht Die Stadt, und das wollen wir jetzt zu Ehren von Theodor Storm und Dörte Hansen in Husum auch noch einmal schön, hören. Danke. Es liest Konstantin Graudus. Am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai kein Vogel ohn Unterlaß. Die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei. Am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, du graue Stadt am Meer. Eine Liebeserklärung an eine Stadt, die auf den ersten Blick ja gar nicht so schön scheint. Genau, oder? Sie ist schon grau. Und ich habe ein Gedicht, das mich noch mehr begleitet durch diese Stadt als das. Und das ist dieses plattdeutsche Gedicht Über der stillen Strauten. Über der stillen Strauten galt Chlor der Glocken Schlach. Gut Nacht, den Hart will schloppen und morgen ist auch noch ein Dach. Und das ist ein Stormgedicht, das ich fast jeden Abend, wenn ich zu Hause, wenn ich aus meinem Büro komme, es ist dunkel, ich höre die Schläge der Marienkirche, dann denke ich kurz an Kollegen Storm. Das ist wirklich ein Gedicht, das mich täglich begleitet von ihm. Also am Ende ist es, egal ob Stadt oder Land, das, wo man groß geworden ist, das, wo die Erinnerungen sind, wo das Herz hängt, könnte man das so allgemein sagen? Ich glaube, das ist es tatsächlich. Also wir haben alle diesen Kindheitserinnerungsraum, den wir verbinden mit einer ganz großen, oder wo wir vielleicht alle nochmal wieder hin möchten in Gedanken. Was bei Anton Reiser sinnbildlich ja auch in der Stadt sich spielen könnte. Einfach der heile genau. Kosmos, die heile Welt, die automatisch größer wird, wenn wir älter werden. Genau. Und ob sie jemals heil war oder so, das ist gar nicht so bedeutend, aber es ist vertraut gewesen. Ich glaube, das ist das, was wir kannten, mit dem wir aufgewachsen sind, das ist es. Und wenn das Herz den Ort nicht gefunden hat, dann kann man wahrscheinlich nirgendwo glücklich werden. Das beschreibt Joachim Ringelnatz in seinem Gedicht mit dem Titel Landflucht. Fort vom Lande, aus dem engen Städtchen, in die Großstadt flieht der Geist, wo im Kampf der Mengen er zerreißt. Dort, wo Puls und Uhr schneller ticken, wird er sich zusammenflicken, wenn er's erst versteht, dass die unbezwingliche Natur auch auf Radiowellen, Schienenspur und Propellerschwingen weitergeht. Wenn ihm das gelingt, wenn er nicht darüber ganz verkommt, wenn ihm die Erkenntnis frommt, dass die Nachtigall genauso singt wie ein Spatz am Alexanderplatz. Ja, dann wird ihn wohl von Zeit zu Zeit eine Sehnsucht wieder landwärts tragen, in die Enge, in die Einsamkeit, bis die simplen, friedlichen, gesunden Bauern ihn nach Tagen oder Stunden wiederum verjagen, in die große Stadt zurück. Und dort wird er sagen, nur im Ruhelosen ruht das Glück. Soweit. Schöner kann man es wohl nicht sagen, ja.
Du hast jetzt aber deinen Ruhepunkt hier erst einmal gefunden. Hier entstehen jetzt die nächsten Romane oder lockt schon wieder die große Stadt mit ihrem Glanz? Also hier entsteht hoffentlich gerade der nächste. Über das Ende des nächsten mag ich noch gar nicht hinausdenken. Aber ich denke, ja, der wird hier entstehen und ich hoffe, danach dann noch einer. Tatsächlich, ich weiß nicht, ob das Schreiben in der Stadt funktionieren würde. Man müsste es drauf ankommen lassen. Im Moment zieht es mich hier nicht weg, sondern ich habe hier, glaube ich, meinen Ort gefunden, der passt zu meinem Leben, zu meinem Denken, zu meinem Schreiben, unter der Voraussetzung, dass ich hin und wieder mal weg kann in die große Stadt. Und wird es um ein Dorf oder um eine Stadt gehen? Magst du das schon verraten? Um eine Insel. Um eine Insel, die automatisch etwas kleiner ist vermutlich. Genau, übersichtlich und klein, genau. Mehr wollen wir nicht verraten, aber dass eben egal, ob in der Stadt oder Land, sich die Stimmung deiner Romane und die Stimmung der Menschen, die Charaktere vermittelt, die du beschreibst, dass sie in Stadt und Land gelesen wird, das zeigt eben auch für die Lektüre. Es ist eigentlich ziemlich egal, wo man wohnt. Gute Literatur kann man überall lesen. Ganz herzlichen Dank, Dörte Hansen, für dieses Gespräch und dass ich heute zu Gast sein durfte hier in Husum. Ja, es war mir eine Freude. Und ganz herzlichen Dank Ihnen, dass Sie bis hierhin zugehört haben. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder im Bucerius Kunstforum, möglicherweise im Januar. Dort sind wir verabredet mit Uwe Timm, um mit ihm über Utopien zu sprechen, denn davon können wir sicherlich einige gerade ganz gut brauchen. Also hoffentlich sehen wir uns am 13. Januar. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine frohe Weihnachtszeit und kommen Sie gut ins neue Jahr.